Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP2, heute mit diesen Themen. In der Familie stecken sich die meisten Menschen mit dem Coronavirus an. Wir haben Beispiele und sagen Ihnen, wie der Gesundheitsminister die neuen Infektionszahlen bewertet. Wiener Rekord. Noch nie wurden so viele Wahlkarten ausgestellt wie bei dieser Wiener Landtagswahl am Sonntag. Was das für Prognose und Ergebnis bedeutet und welche politischen Trends sich abzeichnen, frage ich ORF-Hochrechner Christoph Hofinger von Sora. Hunger als Waffe. Kriege bringen neben vielem anderen Leid oft auch Nahrungsmittelknappheit. Der Friedensnobelpreis geht daher heuer an das World Food Program der UNO. Freitag, das ist seit einigen Wochen der Tag, an dem die Ampelkommission ihre Entscheidungen erklärt und begründet und der Gesundheitsminister die aktuellen Zahlen bewertet. Sein Urteil heute, die Zahlen seien zu hoch. Innerhalb von 24 Stunden wurden wieder 1.131 Infektionen gemeldet bei insgesamt 18.575 Tests. Die Reproduktionszahl, das ist also der Indikator, der ausweist, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, liegt jetzt in ganz Österreich wieder über 1. Zwischen 25. September und 7. Oktober exakt bei 1,13. Und auch in allen 9 Bundesländern einzeln betrachtet, ist die Reproduktionszahl über 1. Die meisten Ansteckungen finden übrigens weiterhin im familiären Umfeld statt. Mit einem Beispiel für einen Corona-Cluster beginnen auch Sabine Schuster und Johannes Schwitzer, führen Sie in Ihrem Beitrag. Eine Familienfeier, ein Treffen im Freundeskreis. Hier breitet sich das Coronavirus besonders gut aus, wie etwa auch ein Fall in Kärnten zeigt. Nach einem Almabtrieb ist noch eine größere Gruppe zusammengesessen. Danach hat man sich mit Familie und Freunden noch im Gasthaus getroffen und am Tag darauf noch eine Geburtstagsfeier gehabt. Das soll ja jetzt nicht heißen, dass man das nicht tun soll, nur es soll auch zeigen, wo passiert uns im Alltag, wo passiert uns das? In den Schulen dagegen verbreitet sich das Virus nicht besonders stark, zeigen die Statistiken, auch wenn es immer wieder größere Einzelfälle gibt, wie das Gymnasium in Perchtoldsdorf bei Wien, wo 29 Schüler und 5 Lehrer positiv getestet wurden. 400 Schüler sind nun in Quarantäne. Einzelne Schulen wurden auch vorübergehend geschlossen, wie die Mittelschule in Feistritz in Kärnten. Insgesamt sind die Infektionszahlen jedenfalls zu hoch, sagt der Gesundheitsminister, mit mehr als 1.100 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Nicht auszuschließen sei, dass in den nächsten 2 bis 3 Wochen die Corona-Maßnahmen nachgeschärft werden könnten. Und haben natürlich auch verschiedene Maßnahmen in der Schublade, die wir vorbereitet haben für den Fall, dass sie erforderlich sein werden. Ich kann Ihnen jetzt und will Ihnen auch diese Schublade nicht öffnen, aber wir wollen einfach vorbereitet sein. Mitten in den Vorbereitungen stecken auch die heimischen Skigebiete. Aber was die besonders wichtigen deutschen Winterfans angeht, sind die Aussichten eher trüb. Besonders dann, wenn nach dem Urlaub zu Hause verpflichtend 5 Tage Quarantäne drohen, was in Deutschland derzeit diskutiert wird. Reisewarnungen spricht Deutschland aus, wenn in 7 Tagen der Grenzwert von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner überschritten wird. Ein Automatismus und nicht wie in Österreich eine politische Entscheidung, bedauert der Bundeskanzler heute bei einem Arbeitsgespräch mit Bayerns Ministerpräsidenten. Was uns massiv helfen würde, wäre natürlich eine gute regionale Differenzierung. Viele unserer Tourismusregionen haben kaum oder teilweise sogar gar keine Corona-Fälle. Der bayerische Ministerpräsident verteidigt die deutschen Bewertungskriterien. Es hat ja nichts mit einem Land oder einer Region zu tun. Mittlerweile ist halb Europa Risikogebiet. Aber was noch wichtig wäre, ist, dass wir auch eine Art Ampel bei der Einstufung der Risikogebiete bekommen. Das Übernacht-Einstufen führt für alle zu erheblichen Problemen. Einig sind sich Bayern und Österreich aber darin, dass die Grenzen trotz steigender Corona-Zahlen offen bleiben sollen. Wir bleiben noch beim Thema Corona und schauen nach Spanien, wo die Regierung in einem Sonderministerrat heute Mittag den Ausnahmezustand über die Region Madrid verhängt hat. Zum 2. Mal nach März. Die Regierung verschafft sich damit Sonderkompetenzen. Hintergrund: der sozialistische Regierungschef Pedro Sánchez wirft der von der Volkspartei geführten Madrider Regionalregierung vor, nicht energisch genug gegen die Ausbreitung des Virus vorgegangen zu sein. Was steckt dahinter? Ein sinnvoller Eingriff oder politisches Hickhack? Josef Manola aus Madrid mit einer Einordnung.
Von einem Lockdown wie zu Beginn der Pandemie ist Madrid weit entfernt. Der Alarmzustand hat den Ausflugsverkehr nicht bremsen können. Ein langes Wochenende steht bevor. Die Polizeikontrollen sorgten für Staus. Die Corona-Krise hat den Streit der Parteien in Spanien verschärft. Der heute Mittag verhängte Ausnahmezustand ist eine Machtprobe. Regierungschef Sanchez wollte die aufmüpfige Regionalpräsidentin von Madrid in die Schranken weisen. Vor 2 Wochen trafen die beiden einander zum Schlichtungsgespräch. Heute kam es zum Bruch. Dank des Alarmzustands übernimmt die Linksregierung die Kontrolle über alle Corona-Maßnahmen. Die Regionalregierung ist entmachtet und die Madrider Bevölkerung ratlos. Man kann nicht die Bewegungsfreiheit einschränken und gleichzeitig gestatten, dass sich 6 Personen in einem geschlossenen Raum ohne Frischluftzufuhr aufhalten. Das alles liegt in der Verantwortung der Politiker. Die Bewohner der Hauptstadt werden in den kommenden 2 Wochen nur noch zur Arbeit oder in die Schule fahren dürfen. Für dringende Wege braucht man eine entsprechende Bestätigung. Wer keine mit sich führt, kann bestraft werden. Die Nachwuchspolitikerin der Volkspartei will den Stillstand in Madrid verhindern. Ein seit Monaten gesperrtes 5-Sterne-Hotel. Lokale, die nicht mehr öffnen werden. Im Apple Store wurde das Personal in Kurzarbeit geschickt. Waren werden nur mehr online verkauft. Auch das Milliardenunternehmen aus den USA kommt in den Genuss des Kurzarbeitsprogramms, dessen Kosten der spanische Staat übernimmt. Der Streit der Politiker hat die Corona-Maßnahmen in den Hintergrund gerückt. Dabei droht der Notstand in den Spitälern. Das Personal schlägt Alarm. Die Intensivstationen sind voll. Wir mussten bereits zusätzliche Betten für Intensivpatienten vorbereiten. Der Ärger der Bevölkerung über die Politiker wächst. Die Parteiinteressen scheinen ihnen wichtiger als der Kampf gegen das Coronavirus. Und damit kommen wir zurück nach Österreich und der Wiener Landtagswahl am Sonntag. Bevor wir darüber reden, was danach alles anders sein und wie es weitergehen könnte, schauen wir auf die Ausgangslage und damit auf das Wahlergebnis von 2015. Die SPÖ kam damals auf 39,6% vor der FPÖ mit 30,8. Platz 3 ging 2015 an die Grünen mit 11,8% vor der ÖVP mit 9,2. Die Neos schafften mit 6,2% erstmals den Sprung in den Landtag. Ebenfalls im Landtag vertreten ist derzeit das Team HC Strache, allerdings ohne den Listengründer. Bevor wir gleich über Koalitionsvarianten und mögliche Mehrheiten sprechen, blickt Regina Pöll zurück auf einen Wahlkampf, wie es ihn noch nie gab. Wahlkampf diesmal ganz anders. Alles steht im Zeichen von Corona. Ein Straßenwahlkampf ist nur eingeschränkt möglich. Das meiste findet in den Medien statt. Und auch inhaltlich gibt es kaum andere Akzente, sagt die langjährige Politikjournalistin. Was wird vom Corona-Thema in Wien bleiben? Der Machtkampf zwischen Wiener Stadtregierung und Bund. Das Hickhack zwischen SPÖ und Blümel, das wird von Corona bleiben und das wird eigentlich in den nächsten Wochen ziemlich schlimm werden, wenn die Corona-Krise sich verschärft. Aber wie streng muss oder darf man gegen die Ausbreitung des Virus vorgehen? Wir haben natürlich den Sommer auch genützt, um hier Maßnahmen zu setzen im Personalbereich. Aber richtig ist, wir brauchen noch mehr. Die Sperrstunde Vorverlegung wird woanders gemacht. Wir sollten es auch tun. Es geht um Arbeitsplätze und um Unternehmen. Stichwort Wirtschaftshilfen. Hier gerät der ÖVP-Spitzenkandidat und Finanzminister bald selbst unter Druck, unter anderem wegen Verzögerungen beim Fixkostenzuschuss. Auch gegen die Stadtregierung gibt es heftige Kritik. Was in der Krise funktioniert hat, war das Abkassieren. Abkassieren zum Beispiel von der Luftsteuer oder von der U-Bahn-Steuer. Jetzt müssen diese Gebühren wegfallen, damit Unternehmen entlastet werden. Dass man die Menschen wieder unterstützen kann. Aber sie sind irgendwie eine Belastungskoalition. Rot-Grün in Wien schraubt die Gebühren hoch, eine nach der anderen. Anders als 2015 ist das Thema Integration kein Hauptthema. Ausnahme im Spätsommer Moria. SPÖ, Neos und Grüne beantragen, dass Wien 100 Flüchtlingskinder aus dem Lager auf Lesbos aufnimmt, scheitern aber am Bund. Wenn es eine Konstante in diesem Wahlkampf war, dann, dass Bürgermeister Ludwig eigentlich vermieden hat, über Integration zu sprechen. Und deswegen kam Moria ganz gelegen, weil da konnte man sagen, wir nehmen 100 Kinder auf und basta. Also andere Themen kamen sicher zu kurz, vor allem das Thema Bildung in Wiens Schulen.
Das Thema sozialer Wohnbau, die Frage beispielsweise der Miethöhen in Wien, soziale Gerechtigkeit, also gerade die Sozial-, Integrations- und Bildungsthemen kamen in meinen Augen zu kurz. FPÖ und Team Strache ziehen eine harte Linie und fordern, dass Österreicher bei Gemeindewohnungen bevorzugt werden. Es braucht eine Koppelung an die österreichische Staatsbürgerschaft und an Deutschkenntnisse und nachvollziehbare positive Integrationsschritte. Hinter allen Debatten steht die Frage, welche Koalition wird der Bürgermeister nach der Wahl bilden? Ich trete ja nicht als Koalition an. Ich trete dafür an, dass ich die Möglichkeit habe, als Wiener Bürgermeister weiterzuarbeiten. Ludwig dominiert in Umfragen. Seine bisherige Stellvertreterin wirbt um eine Fortsetzung der Koalition. Es geht um die Zukunft, es geht um Rot-Grün. Die SPÖ lässt sich hier noch vieles offen. Aber welche Alternativen gibt es? Wenn das stimmt, dass die ÖVP nur an eine Zusammenarbeit denkt, wenn sie den Finanzstadtrat kriegt, dann kann man das gleich einmal ausscheiden. Ob sich SPÖ und NEOS ausgehen, das kann heute niemand sagen. Das wäre wahrscheinlich für Ludwig die billigste Variante. Abhängig auch davon, ob das Team Strache in den Landtag einzieht. Während auch noch drei Kleinstparteien auf eine große Überraschung hoffen. Das Bündnis Links, die Bierpartei und das SÖZ, Soziales Österreich. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Und in einem der 23 Wiener Bezirke in Wien-Neubau bin ich jetzt mit ORF-Hochrechner Christoph Hofinger von SORA verbunden. Guten Abend. Guten Abend. Herr Hofinger, bei dieser Wahl wurden fast doppelt so viele Wahlkarten ausgestellt wie 2015. Ganz genau waren es 382.000. Daher zu Beginn einmal die Frage, werden wir denn am Sonntag überhaupt schon wissen, wie diese Wahl ausgegangen ist? Ja, bisher war bei Wiener Gemeinderatswahlen 18 Uhr der Zeitpunkt einer Gmadenwiese sozusagen. Es war ziemlich klar, wie die Wahl ausgeht. Diesmal werden wir wohl mit unseren statistischen Werkzeugen uns noch durch ein Zahlendickicht schlagen. Wie Sie schon gesagt haben, es sind die Wahlkarten. Es werden am Montag und Dienstag davon rund noch 300.000 zu zählen sein. Am Sonntag selbst haben wir 300.000, 400.000 Stimmen erst gezählt. Das heißt, es hält sich die Waage und wir mussten noch nie von so vielen Urnenstimmen vom Sonntag auf so viele Wahlkartenstimmen schließen. Wir haben dazu Modelle aus den bisherigen Wahlen, die können wir aber einfach nicht aufblasen, wie jetzt einen grünen oder roten Luftballon sozusagen, und einfach sagen, die Proportionen von früher werden jetzt schon wieder halt mit mehr Wahlkarten eintreten. Was wir zum ersten Mal machen, wir nehmen die Umfragen, schauen in jeder Umfrage, wie hoch ist der Wahlkartenwähleranteil, und modellieren das in unser Briefwahlmodell, in unser Wahlkartenmodell. Aber das führt dazu, dass wir sicher um 18 Uhr und auch am Ende des Tages dann eine wesentlich höhere Schwankungsbreite haben als bisher, vielleicht zum Beispiel 1,5 Prozentpunkte. Wir wissen natürlich nicht, was die Wahlkartenwähler wählen werden, wie sie sich entscheiden. Aber was wir wissen ist, in welchen Bezirken wie viele Wahlkarten ausgegeben wurden. Und wir wissen, wie diese Bezirke jeweils gefärbt sind. Lassen sich da schon Trends ableiten? Ja, da müssen wir recht vorsichtig sein. Es gibt mehr als doppelt so viele Wahlkarten in Bezirken wie zum Beispiel Floridsdorf oder der Donaustadt. Und in diesen Bezirken gibt es zwar eine überdurchschnittliche Zunahme, aber das sind auf der anderen Seite wieder Bezirke, wo früher die Wahlkarte nicht so beliebt war. Das heißt, diese Bezirke eher an den Rändern der Stadt haben insgesamt, wenn wir ein Muster hier sehen wollen, aufgeholt. Sie haben aber die wahlkartenstarken Bezirke in der Innenstadt nicht überholt. Das heißt, insgesamt können wir noch keine Schlüsse daraus ziehen, wo die Wahlkarten zugenommen haben. Dazu hat sich auch zu viel verändert. Es wählen jetzt ganz andere Personengruppen als noch im Jahr 2015, eben mit der Wahlkarte. Die SPÖ stellt seit 1945 durchgehend den Bürgermeister. Sie hat eine Periode mit der ÖVP regiert und zwei Perioden jetzt eben in den vergangenen 10 Jahren mit den Grünen. Dazwischen gab es immer und davor vor allem eine absolute Mehrheit. Jetzt war das im Wahlkampf immer wieder ein Thema. Erst gestern bei der Elefantenrunde wieder hat ÖVP-Kandidat Blümel gesagt, es könnte sich eine solche absolute Mehrheit für die SPÖ ausgehen. Geben Ihre Daten das auch her? Früher war das Wahlrecht sehr mehrheitenfreundlich und da war es auch möglich, mit
44% in etwa an die absolute heranzukommen. Das hat sich geändert durch die Wahlrechtsreform. Jetzt bräuchte die SPÖ schon um die 47%, wenn Strache nicht reinkommt, vielleicht auch 46. Das wäre nicht innerhalb der Schwankungsbreiten der vorliegenden Umfragen. Also die absolute wäre etwas, das den Durchschnitt der bekannten Umfragen derzeit sprengen würde. Völlig statistisch ausgeschlossen ist es nicht. Der Wahlkampf war ja massiv geprägt von einem Bund-Land-Kampf in der Corona-Politik. Inwieweit wird denn Bundespolitik bei der Wahlentscheidung eine Rolle spielen? Laurenz Enser von der Universität Wien hat einmal ausgerechnet, dass im Durchschnitt 50%, die Hälfte eines Landtagswahlergebnisses, erklärt werden kann durch Bundestrends. Und die werden natürlich auch wieder durchschlagen, wobei so ganz einfach ist es nicht. Und was wir auch gesehen haben bei den letzten Landtagswahlen, wo sozialdemokratische Landeshauptleute zur Wiederwahl standen, die konnten sich von einem Bundestrend, der nicht so günstig ist für die SPÖ, durchaus abkoppeln. Das heißt, wie eben auch die Forschung dazu sagt, es gibt einen Basistrend vom Bund, den die Parteien aber im Land dann durchaus noch durch ihre Kampagnen oder auch durch ihre Position als Bürgermeister dann konterkarieren können. Der FPÖ-Spitzenkandidat von 2015, Heinz-Christian Strache, tritt diesmal mit einer eigenen Liste an. Jetzt hat das Team HC Strache und die FPÖ natürlich eine sehr ähnliche Wählergruppe, hat auch eine ähnliche politische Ausrichtung in vielen Themen, Themenübereinstimmungen. Wie schwer macht das eigentlich Ihre Prognose, wer da was wählt? Es ist für eine neue Partei an sich nicht so schwer, die Stimmen vom Sonntag, also die Sprengelstimmen, vorherzusagen. Da funktioniert unser Wählerstrommodell recht gut und wir haben auch in der Vergangenheit neue Parteien, sei es die Neos oder Team Stronach, auch beim ersten Antreten recht gut in den Griff bekommen. Die große Frage für mich ist, wie gut gelingt uns das vor allem beim Team HC Strache mit den Wahlkarten. Dort gibt es schon noch große Unsicherheiten und wir haben auch keine Vergangenheitswerte. Wir nehmen die Wahlkartenaffinität der früheren FPÖ-Wähler. Wenn aber nur ein gewisser Teil der FPÖ-Wähler zur HC Strache geht, dann wird unser Modell sich da schwer tun. Die Hürde für den Einzug in den Wiener Landtag liegt bei 5%. Das Team Strache lag in den Umfragen immer wieder drunter. Rechnen Sie damit, dass Strache der Einzug in den Landtag gelingt? Aufgrund der bisher vorliegenden Umfragen ist eine Prognose darüber nicht wirklich möglich. Also das Team Strache wird schon zittern müssen und die Umfragen deuten eher, dass es sich nicht ausgeht. Aber es ist auch zu wenig gesichertes Wissen zu sagen, Strache schafft es oder schafft es nicht. Das könnte auch sein, dass das am Wahlabend selbst noch nicht klar ist, wegen der angesprochenen Unsicherheit mit den Wahlkarten. Wenn man sich jetzt die Festlegungen der Parteien anschaut, dann haben die eingeschlossen Rot-Grün natürlich eine Fortsetzung, Rot-Türkis und Rot-Pink. Alle anderen Varianten wurden gestern und auch in den Wochen davor ausgeschlossen. Wird sich das alles rechnerisch ausgehen oder gibt es da irgendwo auch noch Probleme? Also es gehen sich für die SPÖ garantiert die Varianten mit der ÖVP und mit den Grünen aus. Bei den Neos ist es erstens unsicher, ob es eine Mandatsmehrheit gibt. Das Zweite ist, dass ich in Wien ja auch nicht nur eine Mandatsmehrheit im Landtag brauche, sondern eine Koalition braucht auch eine Stadtsenatsmehrheit. Und ich bekomme nur mit einer gewissen Anzahl an Mandaten einen Stadtsenatssitz. Und das wird für die Neos schon eine relativ große Hürde sein. Also das ist etwas, was diese Variante zu einer Überraschung machen würde. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass Wahlen dann etwas anders ausgehen als gedacht. Und gerade die letzte Nationalratswahl zeigt, dass es auch bei der Koalitionsbildung dann zu Varianten kommen kann, mit denen vorher nicht gerechnet hat. Aber von den derzeitigen Umfragen ist diese Variante eine unwahrscheinliche. Das Gespräch mit Christoph Hofinger haben wir aus technischen Gründen vor der Sendung aufgezeichnet. Am Wahlsonntag sind Sie in ORF 2 natürlich wie immer bestens aufgehoben. Um 16 Uhr begrüßen Sie Nadja Bernhardt und Tarek Leitner zu einer ZIP-Spezial mit Live-Schaltungen, Hochrechnungen, Reaktionen und dem vorläufigen Endergebnis. Um 21.45 Uhr gibt es eine ZIP 2 Spezial und danach noch eine hochrangig besetzte Diskussionsrunde im Zentrum.
Der Friedensnobelpreis geht heuer an das Welternährungsprogramm der UNO. Das hat das Nobelkomitee heute in Oslo bekannt gegeben. Die Auszeichnung für das World Food Program wirft auch ein Schlaglicht auf die Hungersituation auf der Welt. 135 Millionen Menschen leiden akut an Hunger. Weitere 690 Millionen gehen jeden Abend ins Bett, ohne satt zu sein. Besonders betroffen sind Gebiete, wo es Krisen und Kriege gibt, wo Menschen hungern, entstehen Konflikte und wo es Krieg gibt, da bricht die Nahrungsversorgung zusammen. Das Welternährungsprogramm versucht, diesen Kreislauf zu unterbrechen. Wie? Weiß Andreas Mitschitz. Entweder es gibt zu wenig Wasser oder zu viel. Die Region Jonglei im Südsudan, in den letzten Wochen heimgesucht von schweren Überschwemmungen. Das Welternährungsprogramm kommt mit einem Amphibienfahrzeug. Eine 500.000 Menschen werden in dem Gebiet versorgt. Diese siebenfache Mutter ist eine von ihnen. Das Dorf, aus dem ich komme, ist völlig überschwemmt, erzählt sie. Das Wasser hat die Häuser und die Ernte zerstört, unser Vieh ist ertrunken. Krieg, Trockenheit, jetzt das Hochwasser. Der Südsudan war schon immer ein Sorgenkind der Helfer, nur eines von vielen. Die Weltkarte des Hungers zeigt auf den ersten Blick, Afrika, Asien und Teile Lateinamerikas sind besonders betroffen. Je dunkler das Rot, desto mehr Menschen leiden an Hunger oder Unterernährung. Ein Haupteinsatzgebiet des Welternährungsprogrammes ist seit langem der Jemen. Ein Musterbeispiel dafür, wie der Krieg ein Land in die Hungersnot treiben kann. 5 Jahre Kämpfe, 5 Jahre Bombardements. Und jetzt sind 24 Millionen Menschen, 4 von 5 Jemeniten, auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Viele davon leiden akut an Hunger. Am Umfang der Arme von Kindern messen die Ärzte, wie schlimm es bestellt ist. Corona bringt große Herausforderungen mit sich, wenn es darum geht, an Grundnahrungsmittel zu kommen. Das noch zusätzlich zum Krieg. Im Jemen kann man auch sehen, was passiert, wenn Kriegstreiber Nahrung als Waffe einsetzen. Hunger als Methode der Kriegsführung ist verboten. Das Problem ist, dass sich viele nicht daran halten. Somalia, Burkina Faso, Mosambik, die Liste der Länder, die Hilfe brauchen, ist lang. Das WFP kann nicht allen helfen, aber die Nahrungsmittel erreichen etwa 100 Millionen Menschen in 88 Ländern. Die Organisation lebt hauptsächlich von Zahlungen der UNO-Mitgliedstaaten. Etwa 4 Millionen Euro hat Österreich 2019 gezahlt. Aus Schweden kamen, zum Vergleich, 156 Millionen. Null Hunger bis 2030 hat das Welternährungsprogramm schon vor Jahren als Ziel ausgerufen. Es scheint weit entfernt. An den Folgen von Hunger oder Mangelernährung stirbt noch immer, irgendwo auf der Welt, alle 10 Sekunden ein Kind. Berichtet Andreas Mitschitz und bei uns geht's weiter mit den Meldungen des Tages. Laut einer Prognose des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung schrumpft die heimische Wirtschaft heuer um 6,8%. Hauptgrund dafür ist die Corona-Krise. Nächstes Jahr wird mit einem Plus von 4,4% gerechnet, unter der Voraussetzung, dass es keinen zweiten Lockdown gibt. Die Folgen der Corona-Pandemie wirken sich auch stark auf das österreichische Budget aus. 76 Milliarden Euro Einnahmen stehen 97 Milliarden Euro Ausgaben gegenüber. Das ergibt ein Defizit, also eine Neuverschuldung von 21 Milliarden oder 6%. Ein Großteil der Ausgaben wandert in Corona-Hilfspakete, aber auch das Verkehrsministerium bekommt mehr Geld für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Im gewaltsamen Konflikt um die Südkaukasusregion Bergkarabach haben Armenien und Aserbaidschan in Moskau heute direkte Gespräche aufgenommen. Aserbaidschans Präsident Aliyev bezeichnet die Gespräche als letzte Chance, um zu einer friedlichen Lösung zu kommen. Bei den Gefechten der letzten Wochen kamen hunderte Menschen ums Leben. 4 Jahre nach ihrer Entführung im westafrikanischen Krisenstaat Mali ist eine französische Entwicklungshelferin wieder frei. Die 75-jährige Sophie Petronin wurde zu Weihnachten 2016 von einer islamistischen Gruppierung entführt. In Frankreich angekommen, wurde sie von Präsident Emmanuel Macron empfangen. Jetzt will sie wieder die Leitung ihrer Kinderhilfsorganisation übernehmen. Der goldene Herbst verlässt uns an diesem Wochenende, zumindest vorläufig. Wann genau, sagt Ihnen Manfred Meixner. Das Wochenende bringt einen Wetterumschwung, eine Kaltfront überquert unser Land und es kühlt vor allem am Sonntag stark ab, im Gebirge wird's winterlich.
Morgen ist es nur noch zeitweise sonnig und von Westen her ziehen Regenschauer herein. Am wärmsten wird es noch einmal ganz im Osten mit bis zu 20 Grad. Am Sonntag ist es unbeständig, im Süden kann es intensiv regnen und Schnee fällt bis unter 1000 Meter herab. Es kühlt stark ab und auch die neue Woche beginnt ziemlich kühl. Von allen, die über Dreisat dabei waren, muss ich mich verabschieden. Danke fürs Zuschauen und ein schönes Wochenende aus Wien. Morgen ist es genau 100 Jahre her, dass sich Südkärnten in einer Volksabstimmung für den Verbleib bei Österreich entschieden hat. Heute erinnert Universum History bei uns gleich hier in ORF 2 an jene Zeit, als Menschen zum Spielball der Großmächtepolitik wurden. In einem Kulturraum unter italienischen, slowenischen und österreichischen Einflüssen hinterließ der Nationalismus deutliche Narben, die auch heute noch nicht ganz verheilt sind. Auch in der ZIP-Nacht ist die Wiener Landtagswahl am Sonntag heute Thema. Zu Gast ist der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier in ziemlich genau einer Stunde um 23.27 Uhr in ORF 1. Noch einmal der Hinweis auf die ZIP-2-Spezial am Sonntag zur Landtagswahl. Danke fürs Zuschauen im Namen des ganzen Teams und ein schönes und erholsames Wochenende wünschen wir. Auf Wiedersehen.